Mein Name ist Leonore Meyer und ich bin Kuratorin für die neue Dauerausstellung. Wir sehen die kleine Figur eines Boxers aus Bronze in Kämpferpose. Der linke Arm ist angeklebt und die dazugehörige Hand fehlt. Auf dem Marmorsockel ist ein Schild angebracht und dort erfährt man, was es mit dem Boxer auf sich hat. Die Trophäe erhielt der 14-jährige Günter Lewinsky 1936 bei einem Sportwettkampf als bester jugendlicher Kämpfer. Sein Vater, dessen Motto war, Jude sein heißt Kämpfer sein, hatte ihn und seinen Bruder Siegfried 2 Jahre zuvor in den jüdischen Boxclub Berlin geschickt. Boxen als Verteidigungssport sollte ihm später noch in vielen brenzligen Situationen weiterhelfen. 1944 wurde die Wohnung der Lewinskys in der Barnimstraße in Berlin-Friedrichshain ausgebombt. Von dem Haus hat Günther heimlich und unter Lebensgefahr nach dem Bombenangriff Fotos gemacht. Seine Trophäe und den dazugehörigen Arm fand er in den Trümmern wieder. Nach Kriegsende wanderte Günther Lewinsky nach Schweden aus. Den Boxer nahm er mit. Den Kriegsinvaliden, wie er ihn nannte, schenkte er dem Jüdischen Museum Berlin 60 Jahre nach seiner Bergung aus den Trümmern. Der Boxer ist im Ausstellungsbereich zum Nationalsozialismus zu sehen. Nachdem jüdische Sportlerinnen und Sportler ab 1933 aus den deutschen Sportvereinen ausgeschlossen wurden, ist die Mitgliederzahl in den jüdischen Sportclubs rasant angestiegen. Sport spielte eine wichtige Rolle für die Selbstachtung und Selbstbehauptung der Athleten und Zuschauer und gab Halt in einer immer feindseliger werdenden Umgebung. Mich fasziniert an dieser kleinen Figur vor allem die Geschichte ihrer Rettung und der Mut und die Chuzpe ihres Retters. Es ist ein Wunder, dass es den Boxer noch gibt. Man sieht ihm an, dass er einiges mitgemacht hat, aber er ist immer noch kampfbereit.